Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger. Das letzte Mal haben wir diese Basis hier erforscht und zwei der vier mega rocking Typen besiegt. Leider wirklich, wie ich es vorausgeahnt habe, wurde das Ganze asynchron, als ich auf Pause gedrückt habe. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ich kann es irgendwie fixen. Wenn nicht, ist... Sorry, wirklich, tut mir leid. Ach, nächstes Mal mache ich einfach auf Stopp. Wirklich, tut mir leid, Mann. Aber gut, gehen wir in den nächsten Raum. Oh, wenn ich das schon sehe. Ich hatte darauf gehofft, euch noch einmal zu begegnen. Durch euer Zutun wurde meine dunkle Fabrik zerstört. Und das Resultat daraus ist, dass das Vertrauen des Bosses in mich schwindet. In gewisser Weise bin ich euch sogar dankbar. Denn ich benutze diesen Ärger als Motivation, Motivation! Ja, als Motivation, aber genug geredet. Ich bin motiviert, endlich zurückzuschlagen. Yeah. Ich bin euch dankbar, aber das bedeutet nicht, dass ich euch verzeihe. Hier ist die Rache für die ganzen Demütigungen, die ich wegen euch erleiden musste. Shirox, erledige deine Aufgabe. Zeit zur Rache. Sei motiviert. Oh, oh. Ich glaube, da ist jemand motiviert. Ich möchte zuerst die beiden Sichtlos natürlich aus dem Weg räumen. Wenn ich das irgendwie schaffen sollte. Hallo? Voll leer, ey! So, hallo, wo sind die denn? Oh, ich glaube, Shirox ist echt motiviert. Njam, njam, njam. Aber das ist so... Ich krieg die ja nicht mal. Wenn, dann würde ich Menki benutzen. Aber die hüpfen so komisch rum, dann wäre das jetzt verschwendet. Warum ist meine Fanglinie so klein? Okay, einmal. Puh, gut. Ja, nein. Hallo? Ah, schade, hätte ich fast gehabt. Amy. Ich raste. Okay. Ich krieg das gleich. Ich weiß es. Irgendwann. Shit, ich hätte es haben können. Okay, chill. Ich schaff das. Jo. Ich könnte auch Sneeble oder so verwenden, aber ich möchte nicht. Warte, was habe ich noch? Ich möchte nicht. Das ist nicht gut. Und jetzt kommt's gleich, muss ich die Pokémon eh alle freilassen. Ah. Weil ich befürchte, dass bald das Ende des Spiels da ist. Also wenn ich so weitermache, dann halt erst in Part 50, aber... Ich möchte mein Mino nicht... Plusel! Ich möchte mein Plusel nicht verwenden. Glaubt mir, ihr werdet sehen, warum. Ihr werdet einfach sehen, warum. Warum? Ich werde euch irgendwann fangen. Ich weiß es. Irgendwann. Dann in Zukunft. Okay. Alles klar. Scheiße. Mann! Okay. Gleich die Krise, Leute. Ich krieg sie gleich. Gleich habe ich sie. Okay, Moment. Ich muss meinen Fangkomm aufladen. Dankeschön, Electric. Gut, dass du da bist. Ja, und der macht's auch wirklich voll, weil er 3 Stärke hat. Raste nochmal, danke. Mann! Ey, das gibt es doch gar nicht. Dieses Shirox, ne? Ma.
Ich hatte es doch! Ich hatte es doch! Mann! Ey, dieses Rumgehüpfe, ne? Ich schwöre, ich raste gleich. Ich benutze mein Puzzle nicht. Egal was kommt. Ich benutze es nicht. Ich benutze es nicht. Ich benutze es nicht. Es nervt! Es rammt! Okay. Ich weiß nicht, ob ich sie noch brauche. Ich glaube nämlich schon. Nein! Es ging einfach nicht anders. Es ging einfach nicht anders und sie ist wirklich ausgerastet. Oh, dieses dumme Xerox. Es passt gar nicht zu mir, mich so aufzuregen. Ich hätte bloß schon den Powerfang kommen, den der Boss entwickelt hat. Ich hätte gewonnen. Der Power bekommt von wurde fertiggestellt. Wieso hast du dann keinen? Unser Boss hat den jetzigen Powerfang kommen. Obwohl seine Leistung unvorstellbar gut ist, wurde bisher nur einer hergestellt. Ihr könnt also vom Glück sprechen. Wenn ihr aber glaubt, ihr hättet irgendwas geändert, indem ihr mich besiegt, seid ihr schief gewickelt. So. Ich benutze jetzt das Minky. Nein, Minky, bitte nicht. Dann gehe ich zum Elektrik. So, Elektrik. Gut, dass du hier in der Nähe bist. Dann benutze ich es einmal, dann fange ich es mir nochmal. Und dann bin ich bereit für das nächste. Was auch immer mich erwartet. Danke, Elektrik. Schön, dass du hier rumeierst. Einmal bitte out of screen. Ah. So, jetzt aber. Wie, das spawnt nicht nach. Das muss nachspawnen. Los, spawne nach. Danke. Ah, gut, okay. Jetzt nochmal fangen. Warum sind die jetzt nicht aggressiv? Ich verstehe das manchmal nicht. Immer wenn ich kurz vorm Sterben bin, dann rasten die immer voll aus. Diese Elektrikse. Ja. So, dann speichern wir jetzt einmal. Ich schwitze. Nom, nom, nom. Dieses Xerox hat mich echt wieder auf die Palme gebracht. Ich hoffe, mein Logok war jetzt nicht umsonst verschwendet. Ich hoffe es einfach nicht. Ich hoffe es einfach nicht. Ich hoffe es einfach nicht. Yay. Gut. Oh. Oh, lassen wir das einfach mal unkommentiert. Ich glaube, ich nehme das Magneton auch mal mit. Wenn es hier schon so rumfliegt, kann ich es auch mitnehmen. Come on. So. Gut. Habe ich gleich zwei Absicherungen? Ah, Meter, nein. Obwohl. Vielleicht nehme ich eins mit. Aber wofür? Was kriege ich denn dafür aus dem Team? Ah, oh, fuck. Ah, Georg. Na. Okay, wenn mir jetzt so schadet, dann bringt das das auch nichts, das mitzunehmen. So, danke. Georg aus dem Team kicken. So. Sind die echt? Nö. Wahrscheinlich. Ah. Wow! Hä? Die anderen nicht? Dann nehme ich nur das eine. Uah, das sind zwei. Egal. Nee, das ist eins. Oder? Ja. Fuck you, deine Mutti ist eine kleine Bitch. Und ein Mannsweib. So. Habe ich auch einen Maschok?
Kampf. Dann tue ich Menki raus. Ich glaube, mach. Oh, ich hoffe, dass es dasselbe, dieselbe Stärke hat. Dann gehe ich da jetzt rein. So. Pokémon. Nee. Nein. Ich weigere mich. Oh, wie ich mich weigere. Ach, das Lavita. Jetzt haben sie wieder Mumm oder was? Jetzt, wo sie neben dem mit dem Superfangkomm stehen. Oh, sorry. Oh Mann, ihr genießt das auch gerade, oder? Mhm, ich auch. Ich bin gerade voll in Rage, ihr hört es noch nicht. Dass denen das selber nicht peinlich wird. Willkommen in unserer geheimen Basis. Wir haben euch bereits erwartet. Sorry, ich dachte, ich müsste irgendwie hixen oder so. Erinnert ihr euch noch daran, als ich euch gesagt habe, dass die Power-Rock-Bande die Geschichte der Ranger verändern wird? Daran gab es doch nichts auszusetzen, oder? Wieso müsst ihr uns also immer wieder in die Quere kommen? Denkt doch mal nach, die Power-Rock-Bande sollte den Rangern in die Quere kommen und nicht umgekehrt. Das ist einfach nicht in Ordnung. Was geht hier nur vor sich? Wo ist der Superfangkomm, den ihr dem Professor gestohlen habt? Seht euch um. Ihr wurdet in die Ecke getrieben, also gebt den Widerstand auf und rückt den Fangkomm heraus. Und wo ist überhaupt Gunther, euer Boss? Hätten wir ihn uns ausgeliehen, würden wir ihn vielleicht zurückgeben. Aber wir haben ihn uns genommen. Wieso sollten wir ihn wieder hergeben? Und obwohl es jetzt den Power-Funkong gibt, ist der Super-Funkong immer noch ein wichtiges Testobjekt. Ihr werdet also nicht wirklich erwarten, dass wir ihn einfach so aushändigen. Und wenn ihr glaubt, der Boss würde sich vor euch verstecken, dann muss ich euch leider enttäuschen. Er ist im Tempel von Fiore und arbeitet an seinem Abschlussexperiment. Ihr könnt das ruhig wissen, denn es ist sowieso schon zu spät für euch. Boah, rastet der voll aus. Mir reicht es jetzt mit euch und euren Störangriffen. Wenn es das nur wäre, ihr habt meine Brüder Björn und Gideon sowie mein Schwesterchen Angelina besiegt. Und das zweimal. Es wird Zeit, dass ich die Rechnung begleiche und euch im Namen meiner Geschwister eine Lektion erteile. Despotar, es ist Zeit für dich und deine Geschwister. Fühle meinen Ärger und lass den Boden mit deiner Rage erzittern. Kommt dann noch das Popiter? Geflogen. Okay. Lavita ist nicht so schwer. Wo? Ui. Ja, okay. Pupita fliegt da nur so rum. Wie mache ich das jetzt am besten? Lass mich kurz mal nachdenken. Am besten erstmal Lavita so weg. Ey. Okay, so. Haben wir ein Störobjekt schon mal weg. Ich benutze mal eben Magneton. So. Ich glaube jetzt sogar Sumpex. Okay, einmal. Okay, zweimal. Gut, alles klar. Mhm. Das habe ich nicht erwartet. Ihr seid gut. Ich habe verloren.
Daher werde ich euch etwas verraten. Der Super Funcom befindet sich in einem der Labore hier. Sucht ihn nur und wenn ihr ihn findet, dann bringt ihn als Souvenir nach Hause zu eurem Professor. Bevor ihr geht, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Den Selbstzerstörungsknopf dieses Verstecks. Klick. Haha, niemand hat uns jemals vorgeworfen, Pferd zu sein. Haha, Momentchen mal. Das versteht ihr also unter Verlieren? Ja, ja, ich weiß. Schlechte Verlierer, peinlich und all das. Aber es interessiert mich nicht, wie uncool es sein mag. Ich werde nicht zulassen, dass ihr Vaters die Träume des Bosses vereitelt. Das ist für uns Geschwister wie das Gesetz. Das Gesetz der Powerrock-Bande. Wir haben alles für den Boss getan. Aber mit dieser Tat reicht es jetzt auch. Obwohl wir es für ihn getan haben, wird er uns nie verzeihen, dass wir die Basis gesprengt haben. Aber das ist in Ordnung. Wir haben getan, was wir tun mussten. Selbst wenn er uns jetzt nicht mehr als Teil der Familie anerkennt. Wir vier werden einen Neustart wagen. Es gibt zwar noch keine Pläne, wie dieser aussehen wird, aber es steht fest, dass man wieder von uns hören wird. Magnus, Gideon, Björn, Angelina, wir sind das Power-Quartett. Nun denn, auf Wiedersehen, Ranger. Wir müssen hier raus. Da ist nicht so ein Loch oder so. Spencer! Gute Arbeit, ihr beiden. Ihr seid nicht verletzt, oder? Dank des von euch geschaffenen Durcheinanders konnte ich den Super Funcom an mich bringen. Yay! Erstmal die Posen. Es stürzt ja nicht alles ein. Was geht hier vor sich? Die Wände stürzen ein. Das Power Quartett hat das Selbstzerstörungssystem aktiviert und danach sind sie durch das viereckige Portal geflohen. Sowas nennt man Fallgrube. Aber sie sagten, Gunther befindet sich noch im Tempel von Fiore. Er erstattet mir später einen Bericht. Wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Vergesst die entkommenen Verbrecher für einen Moment. Eure Leben sind wichtiger. Springt doch da auch einfach rein. Ihr beide schnell verschwindet durch das Portal. Sobald ihr draußen seid, folgt den Befehlen von Barbara oder Andreas. Ich bleibe hier und erfülle meine Mission. Ich muss die Pokémon retten. Hört auf mich. Kümmert euch um Gunther. Sayumi, wir müssen hier raus. Tschüss. Ist hier noch irgendein Pokémon, was ich fangen kann? Nee. Okay. Zack. Und draußen sind wir. Ihr beide, zu mir, schnell. Okay. Wir haben von Spencer gehört. Geht es euch beiden gut? Wir sind okay, aber Spencer ist immer noch da drin. Andreas, Barbara, bitte helft Spencer, bitte. Andreas und meine Mission besteht darin, euch beide zu retten. Das haben wir Spencer versprochen. Er hat auch vorausgesehen, dass ihr so etwas sagen würdet. Es gibt für euch noch etwas zu tun. Spencer hat eine Mission für euch, aber folgt mir zuerst. Schnell. Wir müssen nach Frostberg zurückkehren. Lasst uns aufbrechen. Panzer Aeron trägt uns vier und das Philippa auch. Die armen beiden, ey. Den Fettsack auch noch. Oh Mann. Die geheime Basis der Power-Rock-Bande wurde zerstört. Es ist wohl keine Übertreibung, dass dies ein großartiger Erfolg war, der in die Geschichte der Ranger eingehen wird. Durch deine großen Taten hast du einen weiteren riesigen Schritt nach vorne gemacht, Sayumi. Getan. Für all das von dir geleistete befördere ich dich hiermit zu Rang 10. Dedede. Durch das Erreichen von Ranger Rang 10 hat sich die maximale Größe deiner Gruppe verändert. Ja, wir dürfen 7 Freunde mit uns tragen. Das ist die maximale Anzahl, die überhaupt geht. Andreas, ist Spencer in Sicherheit? Es gibt keinen Grund zur Sorge. Er macht bestimmt gerade irgendwo ein Nickerchen. Wir sprechen über Spencer, nicht über dich, Andreas. Er würde sich bestimmt nicht für ein Nickerchen davon stehlen. Ach ja, ist ja Andreas. Ups. Die Stimme. Aber Andreas hat recht. Es gibt keinen Grund, sich um Spencer Sorgen zu machen. Das garantiere ich euch. Er erscheint, wenn die Situation am aussichtslosesten wirkt und ist schon wieder weg, bevor man ihn überhaupt richtig bemerkt hat. Und nun zu euch, seinen Schülern. Ich habe eine Mission von absoluter Wichtigkeit für euch. Vereitelt die Pläne von Gunther, dem Boss der Power-Rock-Bande. Man glaubt, dass er sich im Tempel von Fiore versteckt. Ist ja nicht so, als hätten wir das rausgefunden. Das ist Schwachsinn. Wo ist denn der Tempel von Fiore? Gute Frage. Ich weiß es nicht.
Haben wir denn irgendwie sowas wie eine Karte? Okay. Auch süß, wie die aussieht. Aber so kann man irgendwie nichts festmachen. Cool, nice. Also ich finde das schon raus. Bis zum nächsten Part.